Welcome back, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück. Wir schauen heute auf drei ETFs aus dem erfolgreichsten und beliebtesten Aktienmarkt der Welt. Die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, liefen unglaublich gut in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die Frage ist, laufen sie auch in Zukunft gut? Ja, die Frage muss natürlich jeder für sich beantworten, kann keiner sagen. Ich würde sagen, wahrscheinlich werden sie auch weiterhin erstmal gut laufen, die USA. Aber ich habe mir drei ETFs eben rausgesucht, die ich mal vergleichen will, die eigentlich, also erstmal die USA zwar abdecken, aber einen relativ unterschiedlichen Ansatz eben wählen. Wir haben einmal den S&P 500, den breit gestreuten Aktienindex, den vielleicht bekanntesten Aktienindex überhaupt. Die 500 größten Unternehmen aus den USA, aber breit gestreut, nicht nur Technologie. Den vergleichen wir gegenüber dem Nasdaq, dem vielleicht Tech-Index, der vielleicht aber auch gar nicht so ein krasser Tech-Index ist, wie man erst mal denkt. Aber dann vergleichen wir nicht nur den Nasdaq, sondern eben auch den Information Technology Sektor, der ein hundertprozentiger Tech-Index ist. Das ist der Index, der sich nur um Technologie kümmert. Den schauen wir auch an. Und wir wollen mal alle drei vergleichen. Wie liefen sie in der Vergangenheit? Wie laufen sie vielleicht in der Zukunft? Und was ist auch verantwortlich dafür, dass die Performance so unterschiedlich ist? Welche Unternehmen stecken in dem einen oder anderen eben auch drin? Das wollen wir uns heute alles mal anschauen. Ich habe den Vergleich noch nicht selber gemacht. Ich mache das jetzt alles mit euch zusammen und ich freue mich sehr auf das Video. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal, wer hat einen von diesen ETFs im Depot und wer sagt auch, ja, die USA werden auch in Zukunft weiter gut laufen. Gerne alles kommentieren oder wer ist eher kritisch und sagt, die liefen jetzt schon so stark, ich würde eher auf Europa oder Asien setzen. Alles gerne kommentieren, würde mich sehr freuen. Und jetzt geht sofort los, abonnieren nicht vergessen, jetzt geht sofort los mit dem Video. Ich freue mich sehr drauf, starten wir, let's go. Also gehen wir erstmal rein. Ich habe diese drei im Vergleich gewählt, habe ich jetzt schon mal eingepflegt. Ich will am Anfang eine kurze Definition klären. Wir haben einmal den S&P 500, die 500 größten börsengelisteten Unternehmen der USA, aber breit gestreut. Da ist zyklischer Konsum dabei, Basiskonsum, Energie, Tech, aber auch natürlich Gesundheit, alles mit dabei, breit gestreut USA. Dann haben wir den Nasdaq. Im Nasdaq geht es vor allem um Tech, aber nicht nur um Tech. Da haben wir auch Basiskonsum dabei. Wisst vielleicht auch gar nicht alle, da haben wir auch Gesundheit dabei. Wir haben auch zyklischer Konsum, Kommunikation, da ist nicht nur Tech dabei. Werden wir gleich sehen. Und vor allem auch nicht nur USA. Auch ganz wichtig, das ist die 100 größten börsengelisteten Unternehmen an der Nasdaq-Börse. Wir haben aber in dem Index keine Banken, die werden exkludiert. Ihr werdet keine Banken im Nasdaq 100 finden, die werden da rausgenommen. Kann mir gerne mal jemand schreiben, warum das so ist, das weiß ich nämlich gar nicht. Warum ist das so? Naja, und dann haben wir noch den S&P 500 Information Technology Sektor. Der setzt hundertprozentig auf Technologiewerte, die größten Tech-Werte im S&P 500, die sich nur um Information Technology kümmern. Die kommen in diesen Index. Das mal zur Definition. Ich habe jetzt hier alle dreimal verglichen. Und seit dem Vergleich, das ist das, was uns interessiert. Seit 2015 können wir diesen Vergleich wählen. Und der obere ist der S&P 500 Information Technology. Seit 2015 hat der eine Performance von 355% gemacht. Überragend gut, wirklich überragend gut. Danach an zweiter Stelle kommt der Nasdaq mit 246%. Auch sehr, sehr gut. Innerhalb von, was haben wir jetzt, 8 Jahre sind es im Endeffekt, 8 oder 9 Jahre. Und dann haben wir den S&P 500 als Schlusslicht 138%, der in den letzten Jahren eher so eine Seitwärtsphase dann hatte, ne, muss man auch sagen. Also Tech lief unglaublich gut, wirklich unglaublich gut. Und wer nochmal diesen speziellen Tech-Fokus gesetzt hätte, der wäre noch viel, viel stärker gelaufen als sogar ein Nasdaq. Und der Nasdaq ist also das Paradebeispiel von wirklicher Outperformance. Also spannend. Wir machen mal das laufende Jahr und da haben wir ein ähnliches Bild, wobei sich der Nasdaq dem Information Tech auch sehr annähert. Das ist ja Wahnsinn. 50% lief der in dem Jahr schon, der Information Technology Sektor. Und der Nasdaq lief bei 42% und der S&P 500 auch bei starken 16%. Darf man auch nicht vergessen, also wirklich, wirklich gut auch, was der S&P 500 gelaufen ist, der auch immer noch besser läuft als ein MSCI World oder vor allem ein DAX oder so. Der US-Markt ist natürlich immer noch der stärkste Index überhaupt. Aber wir sehen schon diesen Tech-Ansatz. Wer auf Tech gesetzt hätte in dem Jahr, hätte wirklich, vor allem auf große Tech-Unternehmen, hätte wirklich eine unglaublich schöne Rendite gemacht. Ob das jetzt in Zukunft weiterhin so läuft, ich weiß es nicht.
Wer davon ausgeht, der kann natürlich das sich überlegen, auch auf diese ETFs, vor allem auf die beiden oberen, auch zu setzen. Aber das ist natürlich nicht das Einzige. Performance spielt eine große Rolle, aber nicht für jeden, weil es eine große und starke Performance erkauft man sich häufig auch mit einer starken Volatilität und einem starken Drawdown. Und das kann und mag nicht jeder aushalten. Wer jetzt nicht diesen krassen Schwankungen möchte, für den sind die ETFs vielleicht eher nichts. Der setzt dann eher auf dem S&P 500. Wir schauen gleich mal drauf, wie stark die eben auch schwanken im Vergleich, die drei ETFs. Wir gehen auf die Basisdaten. Wir haben hier natürlich den Fokus USA. Ich habe zwei ausschüttende ETFs gewählt. Einmal den S&P 500 ausschüttend und den Nasdaq ausschüttend, weil das ist vielleicht auch für jeden Dividendenwachstumsinvestor von euch interessant, weil die wachsen auch relativ schön in der Dividende. Können wir uns gleich nochmal explizit anschauen. Beim Information Tech gibt es leider keinen ausschüttenden. Die Performance ist aber alles inklusive Dividenden. Ne? Das ist alles der Total Return. Also da wird nichts schön gerechnet oder so. So, wir gehen auf die Ertragsverwendung hier ausschüttend, haben wir gesagt. Die Kostenquote bei 0,07% beim S&P 500, unglaublich günstig. Bisschen teurer ist der Nasdaq 100 mit 0,30%. Und der Information Tech, interessant, ist sogar günstiger als der Nasdaq mit 0,15%. Das Fondsvolumen ist bei allen dreien wirklich solide groß, sehr, sehr groß. Beim S&P 500 natürlich, ist einer der größten Indizes, glaube ich, überhaupt, mit 31 Milliarden. Dann haben wir 5 Milliarden beim Nasdaq, auch sehr groß, und auch 4 Milliarden beim S&P 500 Information Tech. Also wirklich auch sehr, sehr viel Geld schon drin. Den habe ich übrigens schon mal explizit vorgestellt. Verlinke ich euch gerne mal das Video, wer es ein bisschen genauer haben möchte. Der schaut sich den nochmal an. Eine unglaublich gute Performance. Wahnsinn. Dann Indexabbildung ist physisch, physisch und physisch. Und die Abbildungsart ist bei allen vollständig. Das gefällt mir immer am besten. Alle Aktien werden da wirklich gekauft in den ETF. Hier wird nichts optimiert, nichts dazugerechnet, nichts Synthetisches, Theoretisches. Es ist alles das, was wir hier sehen, ist wirklich in diesem Aktienkorb mit drin. Das finde ich am schönsten. Die Vorauflage ist 2012 beim S&P 500 und 2002 beim Nasdaq, der ist am längsten schon aufgelegt, jetzt von Invesco in dem Fall, und 2015 bei Information Technology. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt nur einen relativ kurzen Zeitraum als Vergleich wählen würden. Aber wenn wir den länger wählen würden, würde der wahrscheinlich die Performance immer noch besser sein, weil wir da halt eine Apple und eine Microsoft so stark gewichtet haben. Schauen wir uns gleich an. Die Wertentwicklung inklusive Ausschüttungen zeige ich immer gerne dazu, dass es wirklich auch um Dividenden geht, also alles zusammen. Jetzt nochmal in nackten Zahlen, nicht nur im Diagramm, jetzt wirklich nochmal in den Zahlen, und es ist wirklich Wahnsinn. Wenn wir jetzt mal den 3-Jahres-Vergleich anschauen, 3 Jahre, im Schnitt hat der S&P 500 12% gemacht, was wirklich gut ist, innerhalb von 3 Jahren im Schnitt. Der Nasdaq bei 13% stärker und bei 20% der Information Technology. Also Wahnsinn. Und wer jetzt nochmal Augen auf, ey, das ist wirklich unglaublich beeindruckend. Bei 5 Jahren, 13, fast 14% S&P 500, 5-Jahres-Schnitt, wahnsinnig gut. 20% beim Nasdaq, auch unglaublich gut. Und jetzt schaut euch das mal an. 25% innerhalb der letzten 5 Jahre im Schnitt. 25% Information Technology. Natürlich lief der jetzt auch wieder sehr, sehr gut in dem Jahr. Aber das ist schon Wahnsinn, das ist schon unglaublich gut, die Performance. Also da kann man nur den Hut ziehen, da kann man nur mit offenem Mund dastehen. Es ist unglaublich, überragend, wirklich. Wir schauen uns mal an, woran liegt das, weil das ist, glaube ich, relativ schnell rauszufinden, woran es dann liegt. Wir schauen auf die Diversifikation. Wie gesagt, jeder, der es ein bisschen breiter gestreut haben will, der muss auf den S&P 500 setzen. 500 Unternehmen, sagt der Name eben schon, sind wir hier dabei. Beim Nasdaq 100 sind wir bei 100 Unternehmen fokussierter und beim Information Tech sind es nur 46 Unternehmen. Also am fokussiertesten, aber wir sehen, es gibt einen Zusammenhang mit der hohen Rendite und dem starken Fokus. Das zeigt sich hier eindeutig. Dann gehen wir auf die Top 10 im Vermögen, machen 31% beim S&P 500 aus, haben wir 50% beim Nasdaq, also die Top 10 sind 50% schwer schon, und 74 machen die Top 10 beim Information Tech aus, also unglaublich stark fokussiert. Aber das ist auch bei Einzelaktien so, bin ich auch davon überzeugt, je stärker man konzentriert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine Outperformance zu schaffen, desto höher ist das Risiko natürlich auch. Aber je breiter man diversifiziert, desto schwieriger wird es mit einer Outperformance, auch bei Einzelaktien. Wer 50 Einzelaktien im Depot hat, wird es schwer haben, den Markt zu schlagen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir haben jetzt die Top 5 Länder, jetzt kommt der richtig spannende Anteil. Wir haben natürlich im S&P 500 100% USA, fast 100%. Dann haben wir im Nasdaq, und das habe ich gemeint, das ist nicht nur ein USA-Fokus, ein USA-ETF.
Natürlich vor allem, 97% ist klar, aber wir haben Niederlande auch dabei. Was könnte das denn sein? Das ist zum Beispiel eine ASML. ASML ist an der Nasdaq-Börse gelistet. Deswegen dürfen die da im Index eben sein oder im ETF. Dann haben wir China. Wir haben zum Beispiel eine JD.com, eine Baidu, glaube ich auch. Die sind auch im Nasdaq gelistet. Deswegen sind die hier auch mit dem China-Anteil dabei. Wir haben Brasilien, eine Mercado Libre, ist auch im Nasdaq gelistet. Das ist nicht nur USA. Vor allem USA, aber eben nicht nur. Es geht um den Nasdaq-Börse. Vereinigtes Königreich, da kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, wer das ist. Könnt ihr mir gerne mal sagen, wer da im Nasdaq dabei ist? Das weiß ich jetzt persönlich gar nicht. Aber fällt auf, wir haben einen großen USA-Fokus im Nasdaq, aber nicht nur. Wir haben jetzt den Information Technology Sektor, S&P 500, natürlich fast 100% USA. Das ist auch ganz, ganz klar. Warum da jetzt Niederlande dabei ist, weiß ich persönlich nicht. Und Singapur, weil es geht ja um den S&P 500. Da sollten eigentlich nur US-Titel mit dabei sein. Das kann ich jetzt gerade nicht erklären, aber ja, es sind nahezu 100%. Jetzt haben wir die Top 5 Branchen. Wie gesagt, der S&P 500 breit gestreut, nie bereut. Da haben wir einen Tech-Anteil mit 30% fast. Aber wir haben auch Gesundheitswesen, wir haben Finanzen, wir haben zyklischer Konsum, wir haben Kommunikation. Alles mit dabei. Wir haben den Invesco und jetzt, das ist, warum ich sage, der Nasdaq ist nicht unbedingt nur ein Tech-Index, weil er hat nur 50% Fokus Tech. 50%. Dann haben wir Kommunikation 15%, wir haben zyklische Konsum 13%, wir haben Gesundheitswesen 6% und wir haben Basiskonsum 5%. Dann haben wir, also ich würde den Nasdaq zum Beispiel nicht als Tech-Index so deklarieren, sondern ich würde eher als Wachstumsindex, so würde ich es eher sagen, ist ein Wachstumsindex mit dem Tech-Fokus. Dann haben wir, Technologie ist bei 100% natürlich Information Technology. Der hat einen ganz, ganz klaren Fokus darauf. Die Top 10 Holdings, Microsoft machen im S&P 500 7% aus und Apple auch 7%. Das merken wir uns jetzt mal. Zweimal 7%. Ansonsten haben wir dabei Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, nochmal Alphabet, Berkshire Hathaway, da haben wir mal nicht Tech, Tesla und eine United Health, da haben wir ein bisschen Gesundheit noch mit am Start. Im S&P 500 natürlich, ne? So, ich habe gesagt 7% beim S&P 500. Im Nasdaq ist es schon stärker gewichtet, Apple und Microsoft. Da haben wir schon 11%. 11 und 10%. Dann kommt Amazon, Nvidia an Position 4. War oben, glaube ich, an Position. Ah, ne, auch an 4. Amazon ist schon wieder vor Nvidia, interessant. Dann haben wir Meta, Broadcom, Alphabet, Tesla und Adobe. Natürlich im Nasdaq, vor allem die Tech-Unternehmen sind da vorne mit dabei. Aber Alphabet zählt ja eigentlich offiziell als Kommunikationsunternehmen. Kann man sich natürlich streiten. Meta ja übrigens auch, ne? So, und jetzt kommen wir zum S&P 500 Information Tech. Und da haben wir, jetzt kommt nämlich die Sache, jetzt löst sich das Ganze, glaube ich, auf. 27% Fokus Microsoft, 18% Fokus Entschuldigung, Apple. 18% Fokus Microsoft. Dann haben wir 12% Nvidia. Diese drei Unternehmen machen mehr als die Hälfte aus im Information Technology Sektor. Und die sind dafür auch verantwortlich, dass der so unglaublich gut gelaufen ist, weil die so fokussiert sind und man so diesen Fokus setzt auf diese drei Unternehmen. Ganz ehrlich, eine Broadcom mit 3, eine Adobe mit 2. Der Rest ist zwar auch mit dabei, aber nicht mehr so wichtig. Das ist der krasse, krasse Fokus. Jetzt könnte man sich theoretisch eigentlich überlegen, ja gut, dann nehme ich mir die drei halt einfach als Einzelaktien im Depot, hätte noch eine stärkere Rendite wahrscheinlich. Aber der Vorteil an einem ETF ist natürlich, er wird für dich gerebalanced und wenn die drei Unternehmen nicht mehr so stark laufen sollten, dann werden andere da oben sein. Das ist der Vorteil. Aber man könnte natürlich argumentieren, ja, die drei könnte ich mir auch als Einzelaktien ins Depot nehmen. Finde ich auch verständlich. Wer auf Einzelaktien setzt, ne, hätte noch eine stärkere Rendite. Aber das ist der große, große Unterschied und mit der Faktor, warum dieser Information Tech einfach so unglaublich gut lief, ist dieser krasse Fokus gegenüber den anderen beiden Indizes. Selbst der Nasdaq, der ist schon wesentlich breiter gestreut als ein Information Tech natürlich, ne? Da kann man sich schon fast überlegen, ob man jetzt einen S&P 500 nimmt oder einen Nasdaq-Index, der auch Gesundheit hat, der auch zyklischer Konsum, der auch Kommunikation, der auch Basiskonsum dabei hat, ob man nicht gleich den Nasdaq anstatt den S&P 500 wählt, weil er trotzdem breiter gestreut ist. Der Fokus ist Tech zwar stärker, aber er ist trotzdem auch gestreut, muss man auch dazu sagen. Das würde ich mir schon fast überlegen, nehme ich jetzt den S&P 500 oder den Nasdaq. Und wer das krasse, krasse den Fokus auf Tech setzen wollen würde, USA und Tech, der ist im Information Technology Sektor wahrscheinlich am besten aufgehoben. Wäre zu meiner Einschätzung. Die Sparpläne, ihr könnt alle drei im Endeffekt überall besparen, würde ich sagen, gibt es bei allen wichtigen Brokern und Banken.
Jetzt gehen wir noch zu den Ausschüttungen, auch interessant, schauen wir uns gleich nochmal explizit an, auch für alle Dividendenwachstumsinvestoren. Kurz noch, die Assets Under Management, also die Analyse, seit Jahresbeginn ist in alle drei ETFs wirklich viel Geld auch geflossen. Da wurde das, ne, nach dem letzten schwierigen Jahr, ist in diesem Jahr wieder der Optimismus zurück, auch in den USA. In diesen drei ETFs fließt ordentlich Geld rein, 22% im S&P 500, 45% im Nasdaq und 63% im Verhältnis sogar am meisten auch in den Information Technology Sektor. Den habe ich, wie gesagt, nochmal extra vorgestellt, habe ich euch verlinkt, das Video. Dann haben wir die Volatilität auch nochmal spannend, weil ich ja gemeint habe, eine hohe Rendite erkauft sich meistens auch mit der hohen Volatilität. Und das muss man aushalten können und das möchte nicht jeder. Und jeder, der das nicht möchte, der setzt lieber auf den S&P 500, weil der weniger schwankt mit 12%. 21% der Nasdaq, 22% Information Tech, die schwanken ähnlich viel. Der maximale Drawdown liegt bei 8% beim S&P 500, 9% beim Nasdaq und 8% beim Information Technology innerhalb von einem Jahr. Der Drawdown ist ja der stärkste Abfall in kürzester Zeit. Interessant, aber es gab vielleicht auch im letzten Jahr nicht den ganz, ganz krassen Absacker an einem Moment, weil normalerweise in jeder krassen Krise, Corona-Krise oder so, dann würden die beiden eigentlich stärker fallen als jetzt der breite S&P 500, würde ich jetzt mal behaupten. Da müsste man schon mehr aushalten. Beim nächsten Crash werden die sicher ein bisschen stärker fallen, weil der Tech-Ansatz und Tech-Unternehmen fallen da traditionell einfach stärker, einfach ein bisschen runter geht. Wobei ja Apple und Microsoft hochgewichtet sind und die sind eher so ein sicherer Anker. Naja, schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die beiden aber stärker fallen, als jetzt der breite Index S&P 500. Jetzt schauen wir nochmal am Ende auf die Market Cap. Der Unterschied bei allen dreien, ich kann auch mal sagen, es unterscheidet sich eigentlich nur in der Gewichtung der sehr großen Unternehmen so wirklich. Wir haben hier den sehr großen Anteil im S&P 500 bei 47%, im Nasdaq ist es 57% und 68% im Information Technology. Also wir sehen also, durch diese große Gewichtung Apple und Microsoft haben wir diesen Fokus auf sehr große Unternehmen nochmal stärker im Information Technology. Was interessant ist, dass alle drei nicht auf kleine und Mikrounternehmen setzen. Da geht es wirklich nicht um die kleinen Unternehmen. Es geht nur um die Big Techs oder die großen Unternehmen aus den USA, dann auch im S&P 500. Wer auf kleine Unternehmen in den USA setzen wollen würde, der müsste sich mal den Russell 2000 Index anschauen. Der lief aber im Vergleich schlechter als alle drei, habe ich nochmal nachgeschaut. Aber da geht es um kleine Wachstumsunternehmen in den USA. Die wurden jetzt natürlich nochmal extrem abgestraft in dieser Hochzinsphase, weil die ja meistens mehr Kapital, Fremdkapital brauchen. Und mit hohen Zinsen hat man da einfach ein Problem. Jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, bevor ich zu meinem Fazit komme, auf das Dividendenwachstum des S&P 500, was auch gar nicht schlecht ist seit der Auflage, bei 7,63% jedes Jahr Dividendenwachstum beim S&P 500. Dafür, dass der Fokus nicht Dividenden ist, ist es sehr, sehr sportlich, finde ich. Richtig cool. Wir schauen mal auf den 5-Jahres-Vergleich. Den merken wir uns nämlich zum Vergleich zum Nasdaq bei 5,70%. Jetzt gehen wir auf den Nasdaq. Ist im 5-Jahres-Vergleich bei 8%, auch interessant, Dividendenwachstum im Schnitt 8% jedes Jahr und seit der Auflage, da gibt es jetzt 0%, keine Ahnung warum, das muss ein Fehler sein, aber der 10-Jahres-Schnitt ist bei 16%, also wirklich auch sehr beeindruckend, was der Nasdaq im Schnitt 16% Dividendenwachstum jedes Jahr. Also auch für alle Dividendenwachstumsinvestoren unter euch mit Sicherheit auch verlockend. Natürlich ist die Dividendenrendite nicht hoch, bis bei 0,39%. Das ist ganz klar Dividendenwachstum. Auf die nächsten 20, 30 Jahre wäre das ausgerichtet. Die Dividendenrendite im S&P 500 ist bei 1,26%. Die Prognose fürs Jahr 2023. Aber wer auf die USA setzt, kriegt auch ein schönes Dividendenwachstum mit. Egal ob jetzt S&P 500 oder den Nasdaq. Wie gesagt, im Information Tech gibt es den leider nicht in der ausschüttenden Variante. Was ist jetzt mein Fazit? Es ist so schwer zu sagen, weil ich persönlich würde immer auf einen breit gestreuten Index weltweit setzen. Weil ich denke mir, passives Anlegen, da will ich eigentlich keine Wette eingehen. Da würde ich eher einen FTSE All World nehmen, zum Beispiel wirklich alles abgedeckt, die ganze Welt, Industrienationen, ein bisschen Schwellenländer dabei, das wäre so mein Ansatz. Aber ich würde mir zum Beispiel überlegen, wenn ich einen kleinen Push haben wollen würde und sage, ja die USA, ich gehe davon aus, dass USA und Tech noch stark laufen wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dann würde ich mir persönlich wahrscheinlich den Information Technology Sektor als Push mit dazu nehmen oder den Nasdaq, aber ich glaube sogar eher den oberen, weil diese Wette dann nochmal stärker fokussiert, weil ich ja den All World als Basis haben würde.
Das wäre meine Variante. Wenn ich würde jetzt keine von diesen dreien, würde ich als einzigen ETF ins Depot nehmen. Das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil ich persönlich keine Wette USA eingehen will und auch keine Wette USA und nur Tech. Das würde ich nicht wollen. Aber als Ergänzung kann man das machen. Wenn ich aber nur einen ETF von diesen drei, nur einen ETF nehmen dürfte und sonst gar keinen, dann würde ich den S&P 500 wählen, weil der breit gestreut ist. Da würde ich nur die Wette USA eingehen. Aber ich habe Gesundheit dabei, ich habe alles mit dabei. Da würde ich wahrscheinlich den S&P 500 wählen. Oder, weil ich ja vorhin gesagt habe, Nasdaq, der streute eigentlich auch breit. Also relativ breit, ne? Fokussierter als der S&P 500, aber streut auch breit. Da würde ich zwischen den beiden wählen, da würde ich nicht die ganz krasse Wette eingehen, wenn ich jetzt nur einen Index wählen wollen würde. Okay, da würde ich sagen, entweder Nasdaq oder S&P 500, wenn ich nur einen ETF im Depot haben dürfte. Aber ich darf ja auch machen, was ich will, deswegen, ich würde immer einen breit gestreuten Weltindex nehmen und dann eine extra Wette vielleicht eingehen in Tech und vielleicht nochmal USA. Das wäre so mein Ansatz. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie seht ihr das? Habt ihr einen von diesen ETFs im Depot? Wie würdet ihr das machen? Also ich persönlich habe ja gar keine ETFs, ich mache das ja mit Einzelaktien, da kann ich das schöner nochmal gewichten. Die USA, den Anteil, den Tech-Anteil und so weiter. Aber man kann das natürlich auch mit ETFs machen, ganz, ganz klar. Hat jemand von euch diese ETFs im Depot und kann berichten? Was würdet ihr sagen? Seid ihr zufrieden? Welche sind eure Favoriten? Oder gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich mache es doch lieber mit Einzelaktien, ich brauche diese ganzen ETFs nicht, weil dann kann ich das schöner, nochmal schöner einzeln gewichten. Das kann ich auch voll nachvollziehen. Ich hoffe, wir konnten hier nochmal so ein bisschen so einen Einblick geben, wie gut die gelaufen sind. Also wirklich, es ist beeindruckend, wie stark der amerikanische Aktienindex wirklich insgesamt läuft. Besser als der Weltindex MSCI World, besser als der DAX im Endeffekt, ganz, ganz klar. Wer davon ausgeht, dass das auch weiterhin so geht, der kann die USA-Wette eingehen und einen ETF da eben auswählen oder nimmt halt einen breit gestreuten, wie gesagt. Ist alles möglich, da gibt es kein richtig und kein falsch. Jeder ist anders, jeder sieht es anders und jeder hat auch eine andere Prognose für die Zukunft. Deswegen kann ich das natürlich für keinen irgendwie, ist es immer nur meine Meinung, das will ich damit sagen. Aber mich würde, wie gesagt, gerne eure Meinung interessieren, alles reinschreiben, ich lese alles, kommentiere alles, Ehrensache. Und dann würde ich sagen, kommentiert ihr gerne, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und könnt mir gerne mal ETFs reinschreiben, die wir mal anschauen sollen in so einem Vergleich. Auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt Einfach Aktien. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.